Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Waffen der Rache. Und es beginnt direkt mit einer, ja, mit Aufklärungsdaten. Das ist die Karte des toten Wissenschaftlers. Sie zeigt die Umrisse verschiedener Testgebiete und Drohnenanlagen in Sperrgebiet 01. Die vertrauliche Karte, Teil eines Protokolls für die neue Software der Armor-Drohne, belegt geheime Tests, die außerhalb des Sperrgebiets durchgeführt wurden. Okay, und ansonsten lesen wir auch mal noch hier diesen Text. Der tote Zivilist wurde in der Nähe von zwei Drohnen gefunden, die aufeinander schossen. Seine Papiere und Karte deuten darauf hin, dass es in Sperrgebiet 1 mehr Informationen zu finden gibt. Vielleicht ist ein Drohnentest schiefgelaufen oder etwas anderes. Okay, so, was sollen wir jetzt tun? Dokumente aus Sperrgebiet 1 bergen. Okay, kein Ding, wird gemacht. Sehen wir ungefähr, wo es ist, oder werden wir... Oh mein Gott, ist das so weit weg? Wir sind hier im Sperrgebiet. Ach du Heilige. Normalerweise wird man immer ziemlich vor dem Gebiet aufgesetzt. Aber vielleicht das hier ja auch. Es sind ja zwei verschiedene. Checkpoint... Welcher Checkpoint ist das? Weasel Bravo. Also müsste hier irgendwo Checkpoint Ferret Alpha sein. Müssen wir schauen, wo der ist. Hier. Ah ja, okay, gut. Müssen wir uns ein bisschen umdrehen und die Schienen entlang laufen, wenn wir sie finden. 3 Kilometer, ja, das ist es aber nicht, sondern wir wollen da lang. Okay. Dann bergen wir mal oder suchen wir mal Dokumente. Zwei Drohnen, die aufeinander schossen. Ich find's so blöd, dass... Wenn man so eine Mission wiederholt, dass man die halt nicht komplett wiederholt, sondern irgendwie erst nach dem ersten Checkpoint. Feuer auf mein Kommando. Dann halt nicht. Nicht so vorschnell, wir haben gleich Ärger am Hals. Gar nichts haben wir. Ja, chill. Kommt hoch, ne? Ne, kommt er nicht. Okay. Dann machen wir mal eine kleine Spritztour. Oh Gott. Nein, wir haben niemanden an der Backe. So, jetzt alle Mann einsteigen, bitte. Ja, ganz schön rutschig hier. Oh, hallo ihr zwei. Das heißt ihr beiden, ne? Egal. So, der Checkpoint Ferret Alpha müsste eigentlich ziemlich genau unter uns sein. Oder ist das noch ein Stück? Och, das ist ja noch ein gutes Stück. Und das ist auch zufällig ein Amon-Verteidigungsgebiet nebendran. Oh, so viele Tiere. Ei, ei, ei. Oh Gott, oh Gott. Ich will nicht wissen, wie viele PS dieses Auto hat. Oh, ich höre Wolves. Wolves, wo sind die denn? Da ist die Wolf-Drohne. Aber das... Ach, da. Hallo. Ja, yep, das sehe ich ganz genauso. Gut. So, und hier unten haben wir den Checkpoint Ferret Alpha. So, ich gehe mal hier ganz stilgerecht hinterm Reifen in Deckung und schau mal nach. Ja,
Ich weiß. Da wurde er einfach überfahren. Tja. Okay. Wir haben hier unten noch drei Gegner, ne? Feuer auf mein Kommando. Das sind vier Gegner. Ziel auf den Brecher. Zielt auf den Brecher. Habe ich das nicht eingebaut? Ziel auf den Brecher. Ja, doch. Ich muss nur deutlicher sprechen. Feuer auf mein Kommando. Wie, der Feind ist weg. Der ist da unten, der ist mitten auf der Straße. Ach, weißt du was, komm. Okay, Ghostlead, alles sauber. Rock'n'Roll. Immer mitten rein. Okay, aber einer hat was bemerkt. Einen habe ich übersehen. Wir haben Besuch von feindlichen Einheiten. Roger, wir halten Ausschau nach Unbefugten. Okay, die wissen nicht, wo wir sind. Das gereicht uns sehr zum Vorteil. Können wir uns die Informationen schnappen? Mit ein bisschen Glück sieht uns die Drohne jetzt auch nicht. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Vorfallsakte. Sentinel Checkpoint, Vorfallsbericht. Heute versuchte ein Zivilist ohne Autorisierung oder Freigabe Zugang zur Basis zu erhalten. Die Person behauptete, an dem Projekt zu arbeiten, konnte sich aber nicht entsprechend ausweisen. Es gibt einige unbestätigte Berichte, dass die Person den Standort betreten konnte. Bitte erstatten Sie zu unser aller Sicherheit umgehend bei Ihren befehlshabenden Offizieren Bericht über alle verdächtigen Aktivitäten. Aha. Aha, aha. So, das Ding deaktivieren wir jetzt. Na, schnappen wir uns das Fahrzeug, das da steht. Ja, da sind noch Infos. Bestimmt zu einem Fraktionseinsatz, ne? Nee? Immer noch? Okay. Personalbericht. Bericht der Personalabteilung. Antwort: Vertragsbeendigung von Jarvin Walsh. Jarvin Walshs Vertrag mit der Sentinel Corporation wurde nicht verlängert. Im Laufe der letzten Monate sind zahlreiche Beschwerden über das Verhalten und die Leistungen von Mr. Walsh eingegangen. Diese Beschwerden beinhalteten Nachlässigkeit, feindliche Einstellung gegenüber leitenden Angestellten und der Geschäftsleitung, Unfähigkeit und ein allgemeines Unvermögen, Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen. Ihm ist es verboten, Sperrgebiet 1 zu betreten. Bitte beachten, Mr. Walsh ist eine gestörte und gewalttätige Person. Bitte begegnen Sie ihm mit Vorsicht. Okay, okay. Nun gut, nun gut. Und jetzt? Eigentlich hätten diese anderen Infos doch sollen in diesem anderen Checkpoint sein. Aber scheinbar waren das jetzt schon die Infos, die am anderen Ende der Map hätten sein sollen. Jetzt müssen wir zum Gold Trail Testgelände. Der Ingenieur arbeitete auf dem Ghost Trail Testgelände. Gold Trail, nicht Ghost Trail. Die Anlage ist im Comfort Highland auf dem Gold Mountain. Komm, Vasili, ein bisschen schneller, wenn es sein darf, wenn ich bitten darf. Wo ist Vasili? Vasili! Team, zu mir. Bei mir neu gruppieren. Wir kommen. Da ist er ja. Der Mann der Stunde. So, nochmal alles einsteigen, bitte.
so einen Kilometer die Straße entlang, würde ich vermuten. Und wir werden erfahren, hoffentlich, was es mit diesem, wer ist da, Jason Walsh? Oder dem Mr. Walsh auf sich hat. Oder was der da gemacht hat. Die Drohnenfehlfunktion untersuchen. Cooler Tunnel, wäre cool, wenn man das Licht jetzt auch noch richtig sehen könnte und nicht nur auf dem Boden. Das ist irgendwie komisch, dass hier drin so ultra hell ist. Oh nein, Checkpoint. Ups. Was? Die kann ihre Fähigkeit im Auto einsetzen? Eieiei. Ach, da oben ist es schon. Okay. Jetzt hört ihr mal auf. Kommt ihr mal wieder ins Fahrzeug rein hier. Wie findest du eigentlich Breakpoint jetzt so immer noch, so nach, ja, 2 Jahren nach Release? Ich finde, es ist um einiges besser, als es noch zu Beginn war. Also die Entwickler haben da echt gute Arbeit geleistet, was die Weiterentwicklung angeht. Und ja, mir macht Spaß. So, was haben wir hier? Suchen Sie Dokumente zur Drohnenfehlfunktion auf dem Gold Trail Testgelände. Gibt es hier Gegner? Ja, Drohnen. Wer hätte das gedacht auf dem Drohnentestgelände? Viele, viele Drohnen. Da war was. Ja, da ist es. Okay. Da ist noch eine Kiste. Ich würde die Kisten schon gerne mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Oh, Generator. Den schalten wir aus. Da gehen wir hinten rum. Hab ich zufällig noch Drohnentarngedöns dabei? Also habe ich noch davon? Ich glaube nicht, ne? Nee, schade. Müsste ich die Nebenmission nochmal spielen. Mit der Drohnentarnfarbe. Was haben wir hier? Schwarze Wand. Okay. Team, zu mir. Zu meiner Position. Okay, schon unterwegs. Ist da offen? Nee. Wir müssen alle Dokumente mitnehmen. Ja. Oh, guck mal, das sind auch Infos. Oh, und direkt eine Drohne. Aber bin ja Echelon. Das Ding ist, die Drohne ist jetzt weggefahren. Ich untersuche einfach die Infos. Komm. Alles klar, wir haben einen neuen Hinweis. Einen Unfallbericht. Schauen wir doch mal nach. Unfallbericht. Vor kurzem kam es zu einem tödlichen Drohnenunfall. Sentinel und Skell möchten Sie daran erinnern, dass Nachlässigkeit am Arbeitsplatz zu tödlichen Verletzungen führen kann. In diesem Fall versäumte es ein achtloser Ingenieur, die zahlreichen Bugs in seiner Zielsystemsoftware anzuerkennen. Dies führte zur ungewollten Verbreitung von Malware über den Server und zum Schießstand. Denken Sie daran, Sicherheit ist unser wichtigstes Anliegen. Okay, okay. Der Mr. Walsh hat also Bugs ein, also hat's unsauber programmiert und hat seine Fehler nicht anerkannt. Okay. Und scheinbar hat er auch keine Lust, seine Fehler oder die Fehler generell zu fixen. Okay, wir sollen genau wieder hier hin. Da bin ich ja froh, dass ich nicht quer zum anderen Ende der Basis kam. So, wie komme ich jetzt da rein? Ist die schwarze Wand jetzt weg und ich kann rein, oder? Nein. Ach, da ist eine Leiter aufs Dach. Auf dem Dach ist aber kein Zugang. Da ist ein Zugang. Okidoki, und da haben wir wieder 2 Drohnen. Und da ist auch eine Kiste. Was gibt's hier denn? Lohnt sich das, zu den Kisten zu gehen? Eigentlich nicht, nur Waffenteile, alles klar. Ups, einmal zu viel Escape gedrückt, wer kennt's nicht.
Also ich muss wieder zur anderen Seite. Ich könnte hier aufs Dach und mich dann da runterfallen lassen. Funktionieren würde das. Aber wir machen es mal auf den herkömmlichen, über den herkömmlichen Weg. So. Da ist eine Drohne. Das sind zwei Drohnen. Und da ist irgendwie der Boden kaputt. Das heißt, wenn ich da unten reinfalle, dann war es das. Dann bin ich drin. Hm. Die eine. Ja, natürlich wissen die, dass wir hier sind. Also, was, dass ich hier bin, hat er gesagt. Habe ich noch? Nein, ich habe keinen mehr. Ich hätte gerne eine EMP-Granate, bitte. Eine mit großem Radius. Okay. Gut. Waren das alle hier? Oh, jo. Scheiße. Was auch scheiße, ist doch alles schon erledigt. Okay. So, einmal hier sammeln. Und nochmal sammeln. Okay, hier. Nahm das Unheil seinen Lauf. Schauen wir mal, was der Laptop so hergibt. Press any key to reboot und er tippt drauf rum. Okay. Waffen der Rache, Einsatz abgeschlossen. Okay, aber ich will jetzt noch wissen, was da war. Hier. Was war da? Ist ja schön, dass der Einsatz abgeschlossen ist, aber... Was ist denn jetzt das Rätsels Lösung? Wie ist es? Waffen der Rache. Jarvin Walt war ein Programmierer, der keine Kritik von seinen Kollegen annehmen konnte. Nachdem er gefeuert worden war, wollte er sich rächen. Leider veränderte seine Software das Verhalten der Arme und Drohnen und so wurde er selbst zum Opfer. War das alles? Ja, also irgendwie, ja. Ich fand die Mission an für sich cool, aber... Das Ende ist irgendwie ein bisschen low. Okay, dann abonnieren, kommentieren, teilen und so weiter. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.